Man kann ja mittlerweile Deathmatch spielen, das ging ja vorher nicht. Naja, gut. Also ich kann irgendwie nichts auswählen hier. Arcade, hier auch nicht. Hat jemand noch, den wir einladen können? Guck mal. Der Legion ist doch... Ist der Legion hier? Den können wir einladen. Der ist gerade im Spiel. Ach so. Und so ein Kneck ist der auch da? Kneck ist auch im Spiel. Ah, okay. Salander, du spielst keinen Quake, ne? Ja, warte, eigentlich kommt das Wort. Demon. Demon? Where can a city girl get a little action around here? Das andere wäre ein Dämon. Ja, ich weiß ja nicht, was das bedeuten soll. Demon? Ich hatte nie Französisch. Ach, das soll Französisch sein? Weiß ich nicht. Das war jetzt eine Hypothese von Saarländer. Also. Ich dachte, das soll einfach nur Demon heißen. Das englische Wort für Dämon. Ja, wahrscheinlich. Nicht so kompliziert, denke ich. Ja, was machen wir, Leute? Einfach Deathmatch dann, oder wie? Boah, ja. Zu fünft lohnt sich ja nichts anderes. Unholy Trinity geht ja auch zu fünft. Ja, können wir auch machen. Unholy! Ich dachte bei den ersten beiden, dass du die möchtest. Dann machen wir das mal so. So. Mit oder ohne Bots? Kleine Map, ohne Bots. Kannst du da keine random Spieler reinnehmen? Das ist was? Nep. Nee, nee, das geht leider nicht. Nee. Also eine kleine Map, finde ich, geht ja dann auch ohne Bots, ne? Saarländer, du musst das gar nicht kaufen. Mit einem Champion ist das free to play. Also du, man hat dann nur einen Ranger. Aber drei ja, sogar? Mittlerweile wohl mehr, ne? Man kriegt noch erst Galena als zweites und dann Scalebearer. Ah, krass. Ja gut, dann hast du drei. Aber indem man, also nachdem man irgendwas, verschiedene Herausforderungen abgeschlossen hat, glaube ich. Wenn ich nicht richtig. Na, ist aber gut. Okay. Trinity hat keine Shotgun. Das stimmt wohl. Egal, also, welche Map sollen wir nehmen? Bloodrun? Ayo, mach doch Bloodrun und dann ohne Bots. Ich denke, das passt. Ist ja eine kleine Map. Da sucht man sich nicht lange. Okay. Ist auch ganz cool. Da ist ein bisschen kontrollierter, nicht so ganz chaotisch, ne? Mhm. Wie wenn da jetzt noch Bots dabei sind. Why not? Das stimmt. Go, Saarländer! Lad runter und join uns! Ja, Mann, wie viel Gigabyte hat's, Andrea? Du hast gestern geladen. 22,5. Was? 22,5 Gigabyte? Ja? Gibt's im Saarland gutes Internet? Das ist die Frage. Sei mal nicht so assi! Die armen Saarländer, die sind eigentlich ganz lieb. Die sind nur missverstanden. Missverstanden. Oh, Klappeis. Saarländer-Pelter-Ding. Ah, ja. Moin, the Reddits! Mein Steak-Kürbis-Suppen-Liebhaber. Du kommst auch mal wieder zu Wort. Bereit machen zum Kampf. Join uns! Ich lade dich nächste Runde ein, ja? Runde beginnt. Aber du heißt in-game anders, ne? Habe ich dich nicht gerade eingeladen? 1, kämpft. Nee, warte mal, das war jemand anderes. Wie heißt du nochmal in-game? Boah, ich weiß es nicht leider. The Reddits. The Reddits. Sollen wir nochmal lesen? Ich weiß nicht. Da bra! Sollen wir lieben? Oder wartest du eben? Upsa. Ach, warte mal, ich hab da auch Rockets und so. Ich hab dich gut gehabt. Du hast nur in die falsche Richtung geguckt, Andrea. Ja. Du warst ja erst auf mir drauf. Ey, das Dumme ist, ich bin ja Level 100. Für mich gibt's einfach nichts mehr. Ich kann jetzt. Die Hälfte ist ja rum. Für mich gibt's einfach nichts. Inwiefern nichts? Ich hab keine
Level nix, dann passiert halt nichts. Wenn du Level 5 bist, dann. Jo. Na krass. Halt ab. Hätten sie doch wenigstens machen können, dass man dann darüber hinaus noch Level kriegt und für jedes Level irgendeine Kleinigkeit, ein Splitter. Oder alle drei Level ein Splitter oder irgendwas halt. Das ist schon ein bisschen fail. Ja, ich kann die Achievements noch machen, die noch kommen werden. Da gibt es auch Splitter für, aber wenn du schon 300 hast. Schwitze dann noch mit Splitter. Gibt's so oder so genug. So, jetzt hab ich wieder mal vorne. Nein. Nein. Ach Gott. Wenn du wieder mit Zorleck hier ansteckst, ist für die Ex-Fee die Pisse in letzter Zeit. Nächste Runde. Okidoki. Mann! Wuhu! Also. Schönen Abend, Saarländer. Danke nochmal für deinen Sub und viel Spaß. Bye, bye, Saarländer. War ein nicer Port. Yay! Ich glaube, ich war noch nie im Saarland. Nicht? Nee. Ich glaube nicht. Ich war gar nicht mehr. Höchstens mal durchgefahren. Auf dem Weg zu. Aus dem Jenseits. Ja. Du schon mal im Saarland, Kalinka? Nope. Ah! Scheiße. Andrea hat mich gekillt. Warte. Warte mal, dann im Falz. Nope. Ich reise nur auswärts. Also vor Deutschland. Ja. Oh, no. Potential erscheint. Ja! Oh. Ich hab grad gedacht, ich mach noch mit der Raid. Nein, das tust du nicht! Protection erschienen. Wow. Protection. Bliet! Meine Oma das hören würde. Er ist richtig übermütig. Er denkt so, Carina, den Loop, den kill ich mit links. Aber nein! Das wirst du nicht tun! Das sagst du gerade richtig. Protection ist auch her. Carina! Beeindruckend. Ach, dahinter lässt weg. Beeindruckend. Ah! Ach, das ist doch ein Hobbyschwimmer. Wollt doch umkotzen wieder. Nee. Ich hätte einen Rocket Jump machen können. Hab ich doch verschickt. Oh, da oben! Toll, da bist du aber rum. Ausgezeichnet. Ich bin da hingesprungen. Da kann ich auch gerade Hot Rockets spielen. Ich benutze eigentlich nur Rocket Launcher. Das war ein nicer Spawn. Ja, du kannst hier Rocket Jumps machen wie in Hot Rockets und die ganze Zeit Rocket spielen. Nee. Warte auf dich, Andrea. Ich dachte, du hast das schon vertreten. Nee. Korb erscheint. Boah, wusstest du, dass ich in Richtung Jumphead laufe? Ey. Ich hab dich gesehen von oben. Oh, jetzt. Du hast mich trotzdem erwischt. Trotz Mega. Korb erschienen. Lass mich in Ruhe! Jo. Kommt zu mir, ihr Lieben. Ah! Nein! Weg mit euch! Als ich daneben geschossen habe, wusste ich schon, dass es nicht
stehen wir. Gegner habe Quad. Stirbt! Scheiße! Mich! Was? Mann! Au! Mich schon getöten, werde ich 10-mal getötet. Du willst mich doch verarschen. Bald mal, wann endlich hier Doom Eternal rauskommt. Das wann kommt das eigentlich raus? Ja, steht mir fest. Oder dieses Jahr. Ich hab Bock auf das Spiel. Ja, ich auch. Protection. Das können wir ja dann auch Multiplayer spielen, oder? Ja. Da wäre ich sowas von am Stissel. Nice. Holst du das auf, Andrea? Ich weiß nicht, wie viel kostet's? Das wird wahrscheinlich 60 Euro kosten. Ja, dann nee. Kannst du es ja bei mir. Ja. Ich kann ja auch bei dir irgendwie anspielen. Ja. Wow, Family du erlaubst Share. Es mir schon, gell? Ja, Family Share. Sharing, das ist ja. Ja, wir haben ja Family Share genommen. Was ist das? Der bei Steam? Ja. Erklär du. Ah ja, wenn du mich spielst, dann kann jemand anderes einspielen. Muss aber nicht an deinem PC sitzen. Ah, krass. Nein! Ja, zweimal lokal, aber du hast viel ausgehalten. Mega oder irgendwas, gell? Ich glaube schon. Wir reden über dieses neue Doom, das bald rauskommt, The Reddits. Na, das ist ja das andere Doom, was schon gehabt. Das habe ich auch gesehen, das sieht tatsächlich aus wie Quake. Naja. Das letzte? Oder welches? Ja, ich gehe mal davon ja, aus. Ja. Boah, ich mochte das übel. Das hat mir mega gefallen. Ja. Wow! Krass, ich hab grad so ein Lightning Gun Duell gehabt und dann kommt jemand. Ich lauf um die Ecke, Karina, voll drauf. Hoch runter, bitte. Jesus Christ. Okay. Hast du auch Bock auf das Game, The Reddits? Oder bist du nicht so ein Doom-Fan? Gegner hat Quad. Nein! Oh. Oh. Also Fortnite. Mann! Wie kann das sein? Wie schön. Tut mir leid. Jetzt! Lass mich! Oh Gott, oh Gott. Unübersichtlich. Gegner hat Quad. Jesus Christ! Ich bin nicht auf dem Senkel. Alter! Du. Immer wenn ich kurz vorne. Ja genau, das kommt dieses Jahr raus. Ah! Lass mich in Ruhe! Nice, Andrea. Ich verschone dich dafür, dass du mich schon gekillt hast. Danke. Oh Gott.
Ich hab dich nicht an. Ich hab dich nicht angegriffen. Ich stand hinter dir. Ja, gerade eben hast du mir die Lightning drauf gedeckt. Ja, und dann habe ich aber aufgehört. Das warst doch du gerade, oder? Der ist genau, es gibt ja nur einen. Ja, ja, ich hatte auch nur 9 HP. Alles. Aber du warst nicht tot. Potential erscheint. Also wir warten alle ganz gespannt auf du. Das wird bestimmt mega gut. Weil ich habe Doom noch nie in Multiplayer gespielt. Oh shit. Bockt das im Multiplayer? Ja, yes, ist schon cool. Das ist ja auch halt erst mein Spiel, aber. Also ist ja eigentlich ein Projekt nur mit anderen Charakteren, oder? Ja, mit Story Modus halt. Ja, der Multiplayer ist. Diese Ruhe, wo du halt dann kurzzeitig zu einem Dämon wirst. Noch 10 Frags. Zum Revenant zum Beispiel. Oder zum Krokodemon. Ja, wie gesagt, auf Matschplayer. Ja. Naja, du kannst halt verwandeln im Multiplayer zum Viecher. Okay. Aber nur, wenn du auf einer Ruhe aufnimmst. Wie Power-Up-Dieswerk. Mhm. Ob es Quad Damage Multiplayer gibt, das weiß ich gerade gar nicht. Ich hab's nicht so viel gespielt. Aber im Spiel gibt's ja Quad. Ja, genau. Boah, mich schöcke der Dieb! Tut mir leid. Ja, das reicht. Sie. Beeindruckend. Metro Exodus. Da, das würde ich auch gern zocken, aber ich bin ehrlich, ich hab keinen Bock mit diesen Epic Launcher zu installieren. GTFO und Generation Zero. Wow, die kenne ich alle gar nicht, die Spiele. Was ist denn das? Was ist das eine Mischung, das du auch spielen willst? Metro. Das ist geil, da hab ich gezockt. Für Twitter. Der ist aber leider nicht bei Steam. Der ist, kommt ein Jahr Zeit exklusiv für Epic. Also der Launcher von Unreal Tournament und von Fortnite. Den willst du nicht runterladen? Nee, ganz ehrlich, ich warte lieber ein Jahr, dann habe ich es auf Steam. Ich habe ja die Spiele halt auf einer Plattform so. Noch 3 Frames. Also nicht alle Spiele, aber ich habe ja die Blog. Hätte ich dann. Noch eine Minute. Also, ja, okay. Weißt du, Teil 1 und 2 auf noch Steam, zwei Teil 3 Frames. Dann woanders? Nee, irgendwie. Noch 3 Frames. Noch ein Frag. Zweiter Platz. Hey, ich brauch noch 3 Kills. Toll! Ganz ehrlich, ja, toll! Was? Wie? Du brauchst 2 Kills? Für was? Ich wollte Zweiter sein. Und ach nicht so. Dritter! Hab nen Steam Key. Was ist denn los heute? Ja. Der Reddit sagt, hab nen Steam Key. Mhm, ja, cool. Für dieses Spiel da? Metro meint er. Ich werde es auch haben, aber halt erst in einem Jahr. Dann kommt es nämlich auf Steam. Ja, und warum kannst du den... Ja, aber er hat doch einen Steam-Key. Warum kannst ja, du den nicht haben? Ja, du konntest auf Steam oder du konntest dir im Geschäft die Box kaufen mit einem Steam-Key drin. Ach so. Das ist jetzt wahrscheinlich immer noch. Das ist halt ein Mediamarkt da. Das nimmt dir keiner weg, wenn du das vorbestellt hast oder so. Aber... Ja. Aber das kommt dann trotzdem erst in einem Jahr raus, oder wie? Also muss The Reddits dann auch ein Jahr warten, oder? Nee. In einem Jahr ist die... Also auf ein Jahr lang ist es exklusiv auf dem Epic Store. Danach ja. Kann es bei Steam sein oder was weiß ich wo noch. Bei GOG oder was weiß ich. Überall gibt es ja mehrere Stores. Also es wird höchstwahrscheinlich dann auch nach einem Jahr auf Steam erscheinen. Okay. The Reddits, hast du mir die Freundschaft gekündigt?
Kujo, was geht? Grüß dich. Black Beauty, hi. Einen wunderschönen Gurkenabend. Was geht? Mein Gott. Hab ich auch schon. Gurkenabend. Ja. Einen wunderschönen Gurkenabend. Ja. Hast du gesagt, extra. Er hat auch geschrieben, einen wunderschönen Gurkenabend. Kurz Afka. Okay, man konnte das vor einer Woche noch auf Steam bestellen. Jetzt nicht mehr. The Reddits, willst du in Discord kommen? Hattest du nicht Prüfung? Wie ist es gelaufen? Nein, noch nicht am Donnerstag erst. Jesus Christ. Deswegen bleibe ich auch heute nicht so lange on, weil ich noch diesen wundervollen Text zum 1.000.000. Mal lesen will. Ich muss das richtig inhalieren. Das muss richtig reingesogen werden in das eine Ohr und dann so. Die bildliche Vorstellung ist sehr, sehr wild. Thema ist... Oh, scheiße. Aber das ist nicht nur das Einzige, was ich wissen muss, ne? Das sind systematische Theorien zu sozialer Arbeit. Und ich muss... Das ist eine Theorie und ich muss... Es gibt... Das ist die Lebensweltorientierung. Dann gibt es noch die Adressatinnenorientierung, Dienstleistungsorientierung und Systemorientierung. Das ist das Abgefuckteste von allem. So todesabstrakt. Das ist vor allen Dingen in so einer Sprache geschrieben. Versteht kein Mensch, alter Falter. Yay, danke. Nach der Prüfung musst du dann aber den Kopf auch wieder leer bekommen. Ach ja, das ist kein Problem. Du bist beste Serie überhaupt für mich. Metro könnte dir aber vielleicht auch gefallen. Serie? Fragezeichen? Achso, sorry. Was? Nochmal. Ich wollte nur sagen, dass dir Metro vielleicht auch gefällt. Das ist ein Shooter. Ja. Der so. Also da gibt's eine Romanvorlage. Oh. Und das spielt in Russland. Also dann so. Muss es ja gut sein. Ja, ne? Hier ist Dritter Weltkrieg. Und die Bevölkerung lebt halt im Untergrund von Moskau. Weil ich weiß muss, das sollte das Moskau sein. In den Metro. In der Metro halt leben die. Und was shootet man da? Mutiertes Viehzeug. Und es gibt so verschiedene Fraktionen. Aber Nazis, gegen... Kommunisten. Ach so. Und eben so ein Krams. Ein bisschen und... wie Wolfenstein? Ja, also nicht wie Wolfenstein direkt, aber es ist schon auch atmosphärisch sehr dicht auf jeden Fall. Okay. Und auch wirklich auch viel mit Story und so. Wolfenstein mochte ich ja auch mega. Ja, ey, dann könnte dir das auch gut gefallen. Es ist zwar ein anderes Setting, aber es ist ziemlich cool. Und in der deutschen Synchro haben alle so einen russischen Akzent. The Flag. Jo, können wir nächste Runde machen. Flagge kapturieren. Na, der Starsch. Geht das eigentlich nur auf diese einen Map? Was denn? Citadel oder wie die heißt? Nee, das ist Capture the Flag. Gibt's mehrere. Achso, okay. Das eine ist Tempest. Tempest Burial. Die drei? Nee, da gibt's noch mehr, glaube ich. Citadel auf jeden Fall. Irgendeine Blockbox kleinere? Veil of Nard? Dieses Ding? Nein, da gibt's kein Capture. Gibt kein Capture? Na, doch auf Whale nicht. My fire fades. Das hilft nicht! Oh. Team bereit machen. So, ab geht's. 3, 2, 1. Es wäre cool, wenn es für TTF so eine Space Map gäbe. Früher.
Ganz auf Space Map. Ja, wo halt so eine Plattform. Yo, mit den Plattformen. Da gab's doch eine Map, die nur Plattformen hatte, die immer hoch und runter ging. Mhm. Gab's mehr? Aber das ist jetzt so eine, an die ich mich gerade erinnert habe. Ach, so eine Fähigkeit. Ich glaube, meine Nailgun ist da. Sehr gut, sehr gut. Das erinnert mich ein bisschen an Overwatch. An Orisa. Wer ist Orisa? Oh nein. Orisa war das nicht ziemlich gute Gemeinde, das hätte ich so am Anfang gespielt. Nee, ja, das war Terra. Orisa ist dieser Tank, dieser Roboter-Tank. Terra ist die, die fliegt, die habe ich am Anfang gespielt. Der Roboter-Tank ist also weiblich. Yes! Genauso sinnlos wie Sorlek auch weiblich ist. Ja, aber Sorlek ist eine Hexe, biologisches Wesen. Roboter ist eine Hexe. Boah, wie schocker. Ja, ist doch so. Des Todes durchdacht. Es ist halt ein Wesen von Maschinen, das Klatsch hier hat. Ich würde ja auch nicht sagen, Klatsch ist männlich. Klatsch ist Klatsch. Das heißt, Roboter. Oh, ich bin zu viel. Nee. Das ist Ranger. Also. Hey, das ist mega wichtig. Liebe Unreal Tournament. Ja, Quake und Unreal Tournament sind voll die Nachbars. Und du. Und du. Warte mal, du mit so fett, oder? Ey, scheiße. Brauchen wir jetzt auch eine extra Flip-Flip? Ja, was denkst du denn, Kujo? Wir brauchen eigentlich jede schlechte Toilette, das heißt 52 Toiletten. Das andere wäre ja. Super. Spielst du Unreal Tournament? Dann findest du Quake bestimmt auch. Also ich hab dich gerade im Teleportieren gefragt, wie geht's das denn? Telefrag! Boah, keine Ahnung, hab ich jetzt nicht so genau geachtet. Du hast dich teleportiert, ich hab die Wolke quasi durchschritten und dann warst du tot, obwohl du schon am anderen Ort warst. Ich hab's auch gesehen, das war sehr seltsam. Ja? Ja. Ich hab's von außen gesehen. Weil du warst dann... Ich weiß nicht, du warst teleportiert und dann plötzlich warst du wieder weg. Ich meine, plötzlich war ich tot. Ich hab mich nichts aufgelöst. Ja, das ist doch voll super. Obwohl du hinter Ferdi gestanden hast. Ja. Ja, oh. Mist, ey. Schade, dass ich das genau aufgelöst habe. Was ist deutscher Meister hier? In Unreal Tournament. Vor 16 Jahren. Nicht schlecht. Das ist fett. Also hat das Geld. Aber das war sein Freund, nicht er. Achso. Hast du das dann auch gespielt oder kennst du das noch von deinem Freund? Ja, es gibt ein neues An. Ich hab's mal angespielt. Ich fand's eigentlich gut. Wo ist meine Waffe, verdammt? Ich war auch ziemlich gut, nur es war halt Open Source, ne? Das war halt der Fehler. Was heißt das? Ja, das ist Open Source. Was war's nochmal?
Die Community sollte ja das Spiel hauptsächlich entwickeln. Ach so, okay. Stimmt, das haben sie von Anfang gesagt, ich hab damals mitgekriegt. Das ist ein Fehler. Ja. Korb erscheint. Die haben sich zu sehr darauf verlassen, dass die ganzen anderen Liebhaber quasi das Spiel gestalten. Haben die auch. Einigermaßen. Aber zwar zu wenig. Aber das ist doch ein ausgereiftes Spiel, was fehlt. Maps fehlen da vielleicht. Genau, die Maps und die Texturen. Und nach dem Fortnite rausgekommen ist. Und je nachdem Fortnite rausgekommen ist, haben die halt abgestoßen. Okay. Ja, und warum haben die sich dann nicht doch noch nach Tunneln darum gekümmert? Weil es zu wenige Leute spielen. Aber ich fand Unreal Tournament noch nie besonders cool, muss ich ehrlich sagen. Echt? Ja, mein Quake halt. Ich fand's halt gleichwertig. Ja. Ja. Es war halt was anderes, ne? Weil ich den besten Teil sind auch Unreal Tournament dabei. Unreal Tournament war nicht immer der beste Teil von allen. Generell Arena Shooter sind ja cool. Ja. Ich hab den ganzen Tag gefressen. Was guckst du so böse? Ich konzentriere mich. Weißt du zum Beispiel, dass er jetzt nicht hinter mir ist, weil ich nicht so. Der plumpert sich da rum. Jesus Christ. Name ist Schummel, du sagst. Ja, ja. Oh shit. Brennen. Oh shit, die Flammen, Alter. Brennen. Ja. Oh Gott, jetzt kommt auch noch Acid. Acid und Flammen habe ich an mir. Stirb! Scheiße. Besser ist es aber nicht gut. Davon geht der Kopf kaputt. Und warum jetzt nicht mehr? Warum jetzt nur Overwatch? Du solltest Quake mit uns spielen. Nein! Hatten wir eigentlich krassen Unterschied? Ich glaube schon. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Ja, ich auch nicht. Weil ich arbeiten muss. Okay. Aber gerade musst du nicht arbeiten. So schauen wir alle. Rabotki! Guckt euch die Punkte. Rabotki. Liegt wieder am Griff. Wieder am Schucke. Der ist schuld. Mensch, da. Ja, guckst du doch an. Du bist schuld. Aber so weit lagen wir gar nicht auseinander. Okay. Nee. Ja, das stimmt. Siehst du? Und ich stream ja immer sonntags. Also bald auch mehr ab Donnerstag. Aber... Immer wieder sonntags. Sonntag kannst du mit uns zocken. Ja, aber Karinka doch nicht. Die ist 24. Scheiß Glücksbärchi. So sehe ich aus, wenn ich mich konzentriere des Todes. So. Nochmal Deathmatch, Team Deathmatch. Yo. Warte mal, wie waren jetzt die Punkte am Ende, oder?
Waren nur 8 Unterschiede. Oh, ja. Ist nicht viel. Ja, passt doch, oder? Ja. Guckt euch mal meine Flügel an. Ach, Lamo. Scheiß drauf. Hauptsache cool. What the fuck, Freddy? Sailor Moon! Klasse, oh, ich hab immer ausgelacht, dass es eine klassische Sailor Moon geguckt haben. Aber ich hab immer gedacht, so, das ist eine Serie für Mädchen. Nee. Dann haben sie Jungs aus der Klasse geguckt. Hör mal, da kriegst du einiges zu sehen, ey. Oh ja. Migo, das ist eins nice. Hack für die Prüfung. Das sollte ich mal ausprobieren. Mein Prüfer ist auch voll der Lauch. Vielleicht mache ich dem dann Angst. Hoffen wir mal, dass er den Spinkel nicht guckt. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Stell dir mal vor. Okay, er schreibt sich jetzt schon eine 6 auf. Team bereit machen. Nein, ich meinte natürlich, mein Prüfer ist eins richtig nice. Runde beginnt in 3, aber das ist wirklich 2, nett. 1, kämpft. Also, Herr Pünktchen, falls Sie hier sind. Sie sind so ein toller Mensch. Nichts da. First Blood. Team Gleichstand. Alter, Alter. Ja, Kaffee trinken geht mit dir. Ja. Wenn er dir eine gute Note gibt, natürlich. Ne? Genau. Dann gehen wir einen Kaffee trinken. Meine. Sie und ich. Ach. Nee, los. Nee. Er ruckelt hier wie Sau. Was geht denn hier? Was bei ist dir da auch? Hier? Also, bei mir ruckelt es nicht, aber es ist träge. Ja, bei mir ist es genau. Es ist so, es fühlt sich wie Kaugummi an. Irgendwie. Genau. Tank, Stoppuhr. Oh nein. Die Echse kommt. Schade! Ja, jetzt leider zweimal schlecht. Leider bin ich nur ganz entspannt gekommen. Alter, wo kommst du jetzt her? Wer? Yeah. Der Pult. Scheiße! Von mir Sugar! Du hast mich von meinem Kill abgehalten. Grab it. Ich hab Goldfeed. On fire. Wenn du dich nicht benimmst, dann machst du dir ein Feuer am Hintern. Fackel dir die Bälle weg. Der Orb ist gerade durch dich durchgeflogen. Ja, das ist nämlich auch so, ne? Der fliegt durch Spieler durch. Das Beste, was man machen kann, ist, wenn man das Quad hat, einfach runterspringen. Damit es dann keiner mehr kriegt. Echt so Power-Up. Ja. So, und das macht die Massenkarambolage. So, wo seid ihr, ihr Schweiger? Hier ist noch einer. Wo kennt ihr die Band, die Antwort? Logo. So geil, ohne Witz, ne? Das hat echt klasse, die Band. Ohne Witz. Welche Band? Die Antwort. Antwort. Das ist so ein kleines blondes Mädel, das von irgendwie über 30 ist und irgendwie so voll der Assi aussehen, Typ von der, und der aussieht wie als würde er bei New Kids mitspielen. Ja, New Kids, genau. Ja, und die machen richtig gute Musik, finde ich, ja. Hult, ist bei dir alles okay mit dem Internet? Ja, warum? Weil du eigentlich am meisten derjenige bist, der bei mir etwas träge ist. Ja, findest du? Ja. Bei mir liegen. Die Map ist heute eh irgendwie so wie Kaugummi, hab ich das Gefühl. Was sagen die anderen dazu? Wird das heute irgendwie träge? Dein Team hat Potential. Yeah. Oh wow! Stone Cold war danke für dein Zahn! Wow! Oh mein Gott, 3 Subs an einem Tag. Wie kommst du zu dieser Ehre?
Danke, danke, danke! So, jetzt hab ich Hunger, jetzt will ich einen Sub, ey. Was? Boah, Sub, ey, beste. Ja. Ohne Glück, ja. Subway? Die, ja, Mann. 30 cm, einfach mal so. Essen, ja. Geil. Ihr seid doch geil, ich bin so heute legendäre. Ich hatte heute schon Burger King, aber Essen geht immer gut, vor allem im Winter. Hihi, danke. Das ist schön, ja. Ich bin da schon fast rum. Ich darf kein Fett mehr ansetzen. Voll schlimm. Okay. Mein Akku ist leer. Als würde ein fettes Frauen scheiße aussehen. Nee, weißt du, wie ich jetzt gekämpft hab, überhaupt abzunehmen und bitte? War eine richtig krasse Diät. Wie viel hast du abgenommen, Andrea? Du hast abgenommen? Ich hatte jetzt vor ein paar Monaten hab ich Diät gemacht und hab 1 Kilo abgenommen. Oh, krass. Ja, 8 Kilo. Wie lange hast du gemacht? Ich weiß gar nicht, 1-2 Monate? Voll gut. Ich hab keine Ringe gefehlt. Darauf geachtet, dass ich trotzdem genügend Proteine und so einen Scheiß habe. Scheiße. Und dann mit einer Schilddüse. Also, Hammer, ja. Mhm. Das ist tatsächlich sogar ganz gut, wenn man wissen, ob die Ernährung auch mit Schilddüse. Ja, ja. Du hast Hashimoto auch, ne? Ja. Bei mir ist es nämlich so, ich bin entweder in der Überfunktion oder in der Unterfunktion. Manchmal nehme ich einen Monat 10 Kilo ab, manchmal nehme ich einen Monat 10 Kilo zu. Das ist ja bei mir auch das Problem. Das war nach so einer Phase, wo ich 10 Kilo zugenommen hatte, dass ich gedacht habe, ich muss da jetzt was machen. Ah. Weil, sorry, aber mit 61 100 Kilo nicht mehr der Schuld. Das sieht ja aus wie so ein zweiter kleiner Ding, oder? So extrem jetzt auch wieder nicht. Aber danke, Migo, für deine 1 Euro Donation! Oh. Ja, das ist ne? Also, du ist das nicht. Was? Ey, ohne Witz. Ich frag ich mich auch, wo seid ihr? Ja, ich renn hier mit Quad rum, sehe niemanden. Also, ich liege also jetzt auf meine 1,65 Meter stabile 100. Stabil! Sieht aus wie der Gitarrist von Slayer, ohne Witz. Dann da, die müsste eigentlich nur ein bisschen länger sein. Ich bräuchte gerne ein Tattoo, dann könnte ich extrem, echt voll cosplayen. Super, so ist es. Wobei 2 Euro fehlen noch für den Döner. Und Döner. Aber eine Kugel Eis ist drin. Oder eine kleine Pommes. Ein Bausparvertrag. Wie bitte? Ein Bausparvertrag. Protection erscheint. Eine Pommes kostet mehr als 1 Euro. Ja, eine kleine Pommes kostet meistens 1,50. Ja, scheiße. Dann kostet die 2 Euro, oder? Ja, das gibt auch die 2,50 stehende Pommes. Denkst du ja auch ja nach. Das müssen wir bei Megas drauf achten, zwischen den Pommesgrößen ist fast kein Unterschied mehr, was den Preis betrifft. Von der kleinen zum mittleren ist es irgendwie 20 Cent Unterschied oder 10. Die Menge ist aber auch kaum Unterschied. Vielleicht ist es da rein. Aber ich finde das irgendwie blöd, wenn man Level 100 erreicht, dass es da keine irgendwie zeremonielle Sequenz gibt. Du kriegst einfach seine Belohnung. Das hat der Schoko vorhin auch schon gesagt. Das ist einfach total lächerlich irgendwie. Also, danach kannst du nur noch Medaillen sammeln oder halt deine KD irgendwie hochtreiben, aber da gibt es ja gar nichts mehr. Da ist Diablo echt kein Leid weiter. Sehr mit. Herzlichen Glückwunsch, Migo. Ich werde, wenn Bethesda nächste Monat oder übernächsten Monat, wenn die Season vorbei ist,
den Griffdigger für 20 Euro in den Shop packen, werde ich die anschreiben und ihnen sagen, ob die noch alle Lappen am Zaun haben. Ja. So. Wirklicher Anreiz wäre es ja, wenn... Ich komme sofort. Wirklicher Anreiz wäre ja, wenn der Gravedigger auch wirklich nur jetzt im Battle Pass zu bekommen wäre. Genau. Exakt. Weil wenn du den später für 20 Euro bekommst, würdest du dafür dann passen. 20 Euro, gut. Nur keine Waffe kostet auch. Was heißt du jetzt? Ich würde ja dann sagen, wenn dann in einem Jahr, dass er dann nochmal im Battle Pass auftaucht. Ja, oder so. Könnte vielleicht auch sein, ja. Das so machen, ja. Zum Beispiel bei Star Trek Online gibt es so Schiffe, die du in Logboxen bekommst, die sind halt nur über die Logboxen erhältlich, also halt quasi Promo-Schiff. Ja. Weißt du? Ja, bei uns heißen die Logboxen. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja, ich gehe auf Klösche. C-Room! Use of weapons! What's up, guys? Karinka, why you don't say hello to me? I said! Sorry! How are you guys? Bei wie vielen Sekunden ist denn jetzt der Delay im Stream? Wie bitte? Der Delay vom Stream, weißt du, wie viele Sekunden es sind? Nee, aber nicht viele. Genau weiß ich jetzt nicht. Danke für deine Animation, Migo. Aren't you playing Quake? What's going on there? So, ich bin für eine Runde Unholy Trinity Team Deathmatch. Ja, das klingt gut. Du Glückspilz, Migo. Aber dafür habe ich heute 3 Subs gekriegt. Use of weapons, what is it? Please comment. Klar! Von Migo, yeah, da sind wir alle geil drauf. Das können wir uns nicht entgehen lassen. Hey, warum will ich wieder eine Key? Die Arschkarte, ne? Nice. Team bereit machen. Runde beginnt in 3, 2, 1, kämpft. Jo! Sorry, war kurz weg. Liebe Leute, Karinka, eine kurze Frage. Ja. Wie groß bist du eigentlich? Ich würde schätzen 1,80. What? Also. Oder du bist ein Sitzriese. Wie kommst du denn da drauf? Weil du siehst im Stream immer so richtig riesig aus. Also wenn du halt sitzt quasi. Was? Ich bin 1,65. Du bist genauso groß wie ich, was? 1,65? Ja. Nicht so viel, was? Bist du Mesomorph oder Ektomorph? Mesomorph. Keine Ahnung. Gute Frage. Also, eine Art von
den Leuten, die unter einem Ziel sind. Die Mesomorphen, das sind die, die halt, ja, schon Muskeln ansetzen und Muskeln aber nicht so, ausgeprägt sind. Die Endomorphen, das sind so wie ich, wenn die Kohlenhydrate essen, sehen die dann so aus wie ich, wenn die aber ins Studio gehen, kriegen die dann voll die Muckis. Ich weiß schon, was die Begriffe bedeuten, aber... Keine Ahnung, ich kann das auch nicht einschätzen. Wenn ich halt viel Kohlenhydrate esse, werde ich natürlich fett, ne? Ja, ich bin Italiener. Aber da ich viel Sport mache, aber wiederum Muskelaufbau bei einer Frau halt nicht so einfach ist, ist es halt schwierig so einzuschätzen. Du kannst auch Testosteron nehmen, oder? Genau. Würde das was bringen? Ja, oder? Wow, super! Danke für deine Donation! Danke, danke, danke! Was ist denn los? Oh, sorry, Demon. So, Döner ist da. Döner ist drinne. Oh nein. Ich hab Angst, wenn ich eigentlich was daneben. Das war. Oder Semitschki gehen auch. Gesalzene bitte. Scheißegal. Damage geht. Und wie? Ja, ja, aber bis du da mal eine ordentliche Menge gefressen hast. Boah, aber wenn du einmal anfängst, kannst du nicht mehr aufhören. So wie bei Trockenpflaumen. Was? Trockenpflaumen. Das sind so getrocknete Pflaumen, die kannst du im Supermarkt kaufen. Saugeil. Isst man die nicht, damit man besser aufs Klo gehen kann? Ja. Schadensmeister. Beeindruckend. Wo ist mein Lauf hin? Nee, Schubi, du wirst mich für wahnsinnig halten. Ich fange Montag an. Danke. Cool, Mann. Ja, ich dachte jetzt irgendwie, ich muss mir ja die Zeit vertreiben, bis die Season vorbei ist und mehr als losen kann ich dann. Ajo, ich habe auch mit dem Gedanken gespielt. Aber ich weiß nicht, mir ist es ach, wir sind ja ein Unholy Trinity, ich Idiot. Du hast von Rockets oder was? Hä? Hast du gedacht, wir sind in Fort Rockets? Nee, ich habe irgendwas gedacht, dass ich keine Dingens machen kann. Hä? Was ist passiert? Ja. Was war das? Du warst auf einmal weg. Also. Ja. Du hast mich einfach mal so gesehen. Hä? Das war doch nicht ich, oder? Doch nicht, ja. Ah, okay. Wisst ihr, was mir am meisten fehlt in Quake Champions? Hm? Die Granaten. Ja, das ist ein Problem. Meinte, die kommen nicht mehr. Vor allem der Sound. Plop. Ich fand den Sound richtig geil, aber dieses Plop. Ja. Ja, die wollten Spam verhindern, halt in so Casual Modes. Wie denkst du, dass die Hintergrundlaufen wird noch kommen? Also, ach, du glaubst, es kommt noch? Ja. Aber dann ist fraglich, Granaten sind Spam. Scheißegal. Ja, im Duell nicht, aber dann ist ja. In meinem Handy ist gerade hier nichts gekommen. Ich hoffe, ich hab. Vigo! Danke für deine Donation! Danke, danke! Dafür gibt's den ollen Tribolt. Ja, den finde ich aber nicht so gut wie die Grenades damals. Du konntest einfach so in den Gang reinwerfen. Kannst ja mit dem Tribolt ja auch, theoretisch. Ah, was ist trotzdem, finde ich das gleiche. Also ich fände es sogar besser, wenn der Tribolt durch die Grenades ersetzt wird.
dann will ich ja also immer so ein Mittelding aus Green Hat Launcher und Raketenwerfer. Okay. Alter, Falter. Du bist der Big Daddy. Präsidentenname auf der Flasche? Was meinst du? Oh no. Nicht so gut, das war gesenkt. Was geht mit dir, Dealer? So ein Spam, unglaublich. Von wem? Der? Was? Ja, das stimmt aber auch. In manchen, so in Deathmatch. Das ist schon egal. Das ist sehr schlauchig. Was ist der? Grenades, ne? Ja, genau. Die Leute, die haben die ganze Zeit nichts anderes gemacht, außer für die Map zu hüpfen und halt den Grenade Launcher überall hin zu spammen. Ja, die ist halt so alt drauf, ne? Ja. Mom. Gewonnen. Mein Gott, ey, ich kann mir immer noch den Kopf hauen, damit die Schmerzen weggehen, ey, ich werde hier wahnsinnig. Was, Kopfschmerzen? Ja, aber ordentlich wie Bolle, ey. Ich hatte ja schon eine Formigran, die bekommst ja nur eine Packung zu einer Tablette, weil die so stark sind. Das Problem ist ja, mein Kurzzeitgedächtnis ist quasi nicht vorhanden, weil ich meine volle Konzentration darauf achten muss, nicht vor Schmerzen zu schreien. Hast du eine Kopfschmerztablette genommen? Naja, von mir klar. Das ist sogar härtes Mittel auf dem Markt in der Apotheke. Die bekommt sie in einer Packung, wo eine einzige enthalten ist. Achso. 30 Tacken, das Ding. Kein Scherz, kannst du googeln. Eine Tablette 30 Euro? Ja, ich zahle dir 30 Tacken für. Alter. Ohne Rezept? Also, ohne Rezept. Ach, ohne? Okay. Ohne Rezept. Da kommt ja noch diese Notin-Gebühr hinzu von den Apotheken am Sonntag, wa? Mhm. Ja. Deswegen. Auch nochmal so 5 Euro oder so, ne? Was? Das sind auch nochmal so 5 Euro. Ja, und dann muss ich die nach Hause bringen. Ach, das ist auch noch. Kilometer zu fahren dafür. Ja, ich denke mal, die Packung allein kostet so, wenn ich jetzt unterrechne, 7 Euro Fahrt, 5,50 Euro Notdienst. Uff, ja, so 15, 20 Euro ohne Rezept. Ah, scheiße, Dimon habe ich vergessen, machen wir nicht so Runde versprochen. Wollten wir noch jemanden einladen, oder? Nee. Okay. Nox Grey Fox, wie ist deine neue Grafikkarte? Die neue Grafikkarte. Ja, man, läuft so gut. Echt? Nur 200, zwar im Sonderangebot. Seriously? Oh, so was mit Glück. Ja gut, normalerweise hätte ich für 200 die Kult geholt, aber die Nitro Plus war für 200 im Angebot. Genau, die hat einen größeren Kühlkörper und ja, dementsprechend läuft sie leiser, kühler und pustet höher. Ach, krass. Bereit machen zum Kampf. Ich weiß nicht, ob ein D oder AP oder doch ein D, ne? Zwei, ein D, ja. AD, ja. Kämpft. Ein D. Weiß nicht, wie, keine Ahnung, ich hab da echt. Geht mein Alter, kriegt so ein Nvidia-Faschismus, weil ich bin optimiert gekommen, hab ich das Gefühl. Ich kann dir jetzt auch nicht sagen, was jetzt gleichzeitig mit einer Nico 82 ist von AMD. Also müsste ich jetzt nach Saturn gehen und mir eine AMD holen, dann würde ich einfach wahrscheinlich das kaufen, was am schönsten aussieht. Also. My skates were totally having a major meltdown.
da ist kein Vergleich zu Mars Aufgaben. Ja, die müssen auch im High-End-Segment noch aufgehen. Machen sie aber mit der neuen hier raus. Aber war es ja für Quake Champions, die haben einen Schuss. Ja, ist ja auch eigentlich programmiert worden. Diese Map ist etwas finanzartig, wenn ich das abziehe. Scheiße, ich Idiot! Du hast halt mit diesem scheiß Jump-Pad. Ja, das ist echt Minus. Du hast halt 0 Kontrolle, weißt du? Das ist halt. Ich spiele instant wirklich Idiot. Ich bin hier ganz mit dem Rocket. Ja, sorry, ey. Ich möchte eigentlich die Tüter gut sehen. Das war so wie letztens, wo ich vergessen hatte, wie man sich hinsetzt. Bam. Ich hab eigentlich die scheiß Jump-Pads zu benutzen. Das Gute, wenn man ehrlich ist, dann kann man in der Luft dann von rechts ins Gesicht schauen. Macht Spaß. Beeindruckend. Ausgezeichnet. Das ist super. Kann ich schon nur los. We even trying out here. Daddy. There's nothing to it. Aber hallo. Er hockt da oben. Sitzt jemand ganz oben oder was? Ja, yeah, ja. Yeah. Puls. Ja, yeah, genau. Wie ist er da hochgekommen? Lass mich doch beeindruckend. Nee. Ausgezeichnet. Mein Freund hier. Ist mir wurscht. Das ist so. Was machst du damit? Sag mal. Der Fähigkeit links, rechts und dann mein Gott, ey, ich hab's wieder. Ja, aber unglaublich. Nochmal. Oh, das ist echt irgendwie so Winterzeitabhängig, dass ich diese gewisse Spielmodi mag. Ups, ich bin nicht wieder hasse, weil im Sommer habe ich es vergessen, dass ich gefeiert. Ja, da haben die Jungen der Spawn auch immer unten. Und ich bin hier. Oh, frohes Lauf. Nein! Du sagst? Kannst du mal wegbleiben? Mann! Hör dich über mein Mikrofon, glaube ich. So. Über dein Mikrofon? Ja. Hörst du mich? Ja, du hast ein Echo bei mir. Ey, wie willst du mich hören über das Echo? Das Echo läuft ja über dich. Take it easy, big guy. Ja! Merkst du was? Aber ich hab auch keine Echo gehört, das dürfte aber von dir gewesen sein. Nein! Ey, ich treff gar nichts, ich Idiot! Idiotin! So gegendert werden, bitte. Ja, ich kann nicht so in Toiletten hier ganz gender kommen, wa? Wie bitte? Ich weiß nicht, hier noch. Benutzt mal bitte mehr die Jumpers. Hey! Die Map ist wirklich fürchterlich. Da sagt mir Schogel wie bitte und antwortet nicht, ey. Ei, ei, ei. Alter! Noch drei Frames. Bitte schön. Noch zwei Frames. Also ich nehme mich heute nur noch Kampfshot-Modus. Oh nein, unser Spawn ist echt nicht toll. Ja, ach ja. Nee. Vierter Platz. Gib ja von euch allen hier alles ab, ey. Scheiße. Noch ein Frame. Eieiei. Was ist denn da los? Scheiß Spawn Protect, mach fertig. Mann! Ey, warum spawn ich jetzt immer unten? Da unten ist der Knopf.
Guck mal, Raketenwerfer, ist das nicht schön? Was ist denn an meiner funny, Tipping-Page? Richtig funny. Leute, lass mal einen Modus nehmen, ich bin nämlich nach dem Spiel weg. Was willst du? Oh. Einen anderen Spielmodus, weil ich bin nämlich nach dem nächsten Spiel weg. Mein Kopf berstet gerade. Wir machen jetzt Capture the Flag. Ja. Wupp, wupp. Pro-Tab. Nur Solek benutzen. Naja, was kann schon was gut der Beste dafür. Ach, ist da gar nicht drin, ne, Migo? Capture the Flag. Und bitte, bitte, bitte kein Tempest. Tempest? Ja, genau. Okay. Tempest war eigentlich korrekt. Dann nehme ich doch eher lieber Citadel, der Hunde Witz. Ja, toll, was soll ich jetzt mit meinen 80 Tagen XP Boost machen? Ja, frage ich mich auch. 80? Ich habe auch 60 mal. Ich habe 79 Tage, 16 Stunden, 13 Minuten. Naja. Kann ich den irgendwie verkaufen oder so? Ja, ich weiß ja auch nicht hier, also wie gesagt, meine Motivation nächste Woche wird einfach sein, Ranked mal auszuprobieren, ob ich da nicht so schnell abluse wie gedacht. Aber sonst gibt es ja nichts, was man jetzt hier in den nächsten 6 Wochen machen kann. Naja, du kannst auch Spaß spielen. So, es wurde gerade geändert, Dibon. Aus Spaß? Ja. Spaßhalber. Nee. Oh, Quake ist doch schon seit 2 Jahren hier konditioniert, dass man belohnt wird. Das Fahrspielen ist ja so wie wieder Fahrradfahren, wenn man Ferrari hat. Naja gut, du kannst aber auch noch die Weeklies machen und die Splitter holen halt. Genau. Ah ja, okay. Ja, da hast du recht. Ein Stoff ist bereit. Du musst neuen Stoff anmischen. Ich bin der Odyssee gestern schon gehört. Wie bitte? Was nochmal? Die Odyssee gestern. Als versucht hat, die Grafikkarte einzubauen. Oh, das ist eigentlich. Ging's noch weiter mit SSD umtauschen und hin und her. Ach, ja, kenne ich. Ja, da war die Boot-Partition auch auf der einen SSD. Das ist mal gar nicht. Und dann nehme ich meine SSD raus. Musstest du Dinge, die Jumper neu einlegen? Nein. Ja, kannst du froh sein, ne? Weil ich muss halt nämlich immer, wenn ich hier schufte. Oder ich kann ja nicht verarbeiten sein, wenn ich einfach aus, weil die meinen, nee, das wäre alles viel zu einfach. Also muss ich schuften oder mal loben. Also wenn ich halt mal loche, muss ich immer halt, wenn ich neue Mainboards einbaue, immer halt die Jumper neu verteilen. Und wenn du die zusammen mit den SSDs und den normalen Festplatten halt zusammenmachst, das ist ja quasi 4x4 Kombination. Und wenn du die verhunzt, ja, dann hast du erstmal einen halben Tag damit zu tun. Also kann ich da echt damit eher mitspielen. Ich mache Offense, ne? Deine Flagge ist ja zurück. Ich würde auch Offense machen. Gegnerische Flagge geschnappt. Aber. Deine Flagge war geschnappt. Das immer wieder lustig. Nur Schuhe ist heute erkältet oder schlecht gelaufen. Krass, alles okay. Korb erscheint. Dann ist halt meine scheiß Handyqualität. Obwohl, er ist ein bisschen gestorben. Also, bin ich nicht blau, Ich bin da, genau, das hat nämlich heute gefehlt. Der will hier zuerst. Du bist komisch heute, du hast keinen Appetit richtig. Deine Flagge wurde gestohlen. Aus der Nase, 7 Tage lang. Leute, ihr denkt an. Danke, genau. Ich hab schon, ich brauch Schmetterling.
Ach du, nee! Punk, ne? Also das ist ja hier echt Punk. Du hast die Flagge. Deine Flagge wurde gestohlen. Nein. Deine Flagge ist ich kann zurück. Kurt nicht aufhalten. Zwei Augen und einmal Anarchie. Ich werd wahnsinnig. Klaut die Flagge, damit er sie nicht sehen kann. Dein Team punktet. Komm mal, Freddy. Spiel ich eigentlich mit dem falschen Schrotzander angehen. Kannst du mal bitte mein Geschütz in Ruhe lassen? Deine Flagge wurde gestohlen. Da hast du schon die Flagge. Da hast du schon die Flagge und gehst weiter auf mein Geschütz los. Was soll denn das? Das hat noch keine Frau zu mir gesagt. Das ist die gleiche Flagge geschlagen. Ist das lustig. Freddy! Ach komm ey, die Hose. Die Flagge ist zurück. Du hast die Flagge. Ey nein, du Arsch. Ich weiß. Ihr leibt uns. Deine Flagge wurde gestohlen. Papa ist auf Bacon geschnappt. Scheiße. Ne? Gegnerische Flagge ist zurück. Gegnerische Flagge geschnappt. Papa mit Bacon Geschmack kann alles. Attention erscheint. Und die gegnerische Flagge. Schnell, 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 schnell. Ja, ich mache ein Abo-Abzeichen, Vigo. Lass mich mal meine Prüfung erstmal zu Ende machen. Was ist denn für eine Prüfung? Was, ein Auto oder was? Protection erschienen. Was? Protection. Du hast ja ein Prüfung. Ach nein, du hast ja schon mal. Du hast es ja mal nach. Heilige Kanonenkugel, ja, mal viel Erfolg. Warte mal, Gegner was ist hier überhaupt mit der Flagge? Handwerker, du hast die Flagge. Ab, ne? Wir brauchen erstmal unsere Flagge. Deine Flagge deswegen, wurde gestohlen. Aber wenn du Gegnerflagge hast, irgendwo hin, versteck dich. Deine Flagge ist zu. Auch wenn ich mich jetzt hier outen muss, aber ich empfehle dir, Karinka, ich von meiner Abendprüfung einfach ein Megameisterchen vorher zu trinken. Dann wäre ich auf jeden Fall locker drauf. Megameister. Was du jetzt bist. Als hätte jemand echt einen Tool mit Protection. Ich werde wahnsinnig. Ich denk schon, warum bist du die ganze Zeit am Turret und machst irgendwie nichts? Welcher Kind Satan hat das gemacht? Ich nicht. Wann? Was? Ich bin ein Typhoon. Bleib stehen! Mir egal! Du bist nicht gut! Gib doch nicht! Da wächst doch mein Gehirn! Hinter mir ist jemand! Ja, das war ich! Ich musste ablassen! Verdammt! Ich musste ablassen! Ja, ich wollte ihn ablassen! So! Recht auf Deutsch! Kann jemand die Flagge holen? Versuch es, ne? Pinkarinka! That's not pink. Sure, that's pink. Which color do you see in Dominable? In Dominable. Wenn der jetzt doch rosa ist. Warte mal, pink? Rosa? Du hast doch rosa. Ist das auf Englisch auch pink, oder? Ja. Ja? Kann ich unterscheiden, wenn nicht. Quad erschienen. Ich glaube nicht. Hat sag mir, fällt jetzt nicht das Wort ein. Artikler. Aber ich glaube nicht, dass deine Flagge ist zurück. Verteidigung. Karinka, du weißt, dass du die Gegnerflagge hast? Ja. Und ich weiß, wo sie ist. Scheiße. Bei mir ist jemand her. Heiß. Oh, no. Der hat zwei Raids drinne. Kill. Fuck! Nice! Pink ist rosa, ohne Witz. Weil du nicht Violett hast, Violett. Also halt Violett oder halt. Jemand hat wieder unsere Flagge. Ja. Gegnerische Flagge. Ich bin in der Beise drauf. Moment, es ist der Gauntlet Gunther. Wer hat denn da ohne Scheiß jetzt? Also, das gibt's ja wohl nicht. Deine Flagge wurde gestohlen. Oh nein. Halt, stopp! Halt, stopp! Nein! Unsere die Flagge! Oh, no. Alter! Puls, du hast sie, gell? Drück da nicht. Halt, stopp, ich will nicht. Gibt's doch nicht, Ferdi. Ich hab die eben erst zurückgeholt.
Dein Team punktet. Ach, ganz super. Deine Flagge wurde gestohlen. Gegnerische Flagge geflaggt. Dann kommt die Kohle. Oh. Noch eine Minute. Oh, Karinka. Die Flagge ist zurück. Nice. Du Otto, ey. Yeah. Die gegnerische Flagge ist zurück. Deine Flagge ist zurück. So, nicht. Verteidigung. Protection erscheint. Deine Flagge wurde gestohlen. Noch eine Minute. Gegnerische Flagge geschnappt. Wie in meinem süditalienischen Heimatdorf. Ja. Ja. Ich dachte, jetzt mögen die Hunde fest. Scheiße, ich hab kein Acid. Protection erschienen. Gegner hat Protection. Energie, leider. Deine Flagge ist zurück. Oh nein. Ja, ich hab's schon gemerkt von der Seite. Deine Flagge wurde gestohlen. Muss mal jemand das Le Protection holen. Da kommt der! Ja. Kill! Kill! Ich hab nur noch. Ich bin fast down. Unsere Flagge ist zurück, ne? Nee, noch nicht! Ich komm nicht dran, wenn ich hier. Hä, aber die lag doch so. Ja, ja, weil die jetzt auf dem Dachheit lag. Das ist das Problem. Es hat wieder jemand die geklaut. Vertigo, Kosmos, Vertigo, Kosmos, Vertigo, Kosmos, Vertigo. Oh, was hab ich getan? Oh, interessant. Immer besser als TDM. So, jetzt bin ich wieder beim Tank. Ich hasse diesen Rocket Launcher Eierlikör-Style. Deine Flagge wurde gestohlen. Gibt's noch mehr? Xupauk, was meinst du? It's blonde. Hä? It's blonde? Ist verteidigen. Oh, it's rosa, pink. Lightly pink. Also er sieht nicht orange, sondern blond. Okay. Auch gut. What is luck? Barbie. Wie bitte? Nochmal. Auf verschiedenen Monitoren hast du verschiedene Haarfarben. Vielleicht ja. Fragt dich vielleicht jemand, ob die schwarz sind. Ja, vielleicht. Waffe ist bereit. Lasst mal bitte eure Katze bei euch, ja? Alter, die Turrets. Das war diesmal nur eine Turret. Ja, ja. Halt übel, wenn man das einschießt. Wie gefällt das, wenn man drauf ist. Und wenn dann noch ein Mega von hinten dran kommt. Assistant. Quad erschienen. Gegner hat Quad. Das ist jetzt mein bester Kumpel. Jedes Mal, wenn eine Frau irgendwie sagt, hinten oder deine Flagge wurde gestohlen. Da rankommt, fängt er immer an zu kichern. Ich bin der Kerl. Handwerker. Boah, ich konnte ja nicht mal die beiden Touris. Was soll das? Du weißt, dass ich da auch noch bin. Ja, aber du machst ja nichts. Mein Monitor, I'm obviously pink. It's obviously pink. Achtung. Gegnerische Flagge. Ich sogar Squad und Flagge. Gegner punktet. An jeder Ecke hängen gerade. Ich bin dem falschen Schrott dran. Warum muss mein Leid sein? Am besten wir verstecken die Gegnerflagge. Deine Flagge wurde gestohlen. Hast du mich gesehen, Karin? Deine Flagge ist zurück. Aber ist das hier unsere Flagge? Gegnerische Flagge ist zurück. Deine Flagge wurde gestohlen. Egal, ich war am richtigen Ort. Gegnerische Flagge ist von Nox-Cross, okay, du bist mir heute echt so richtig so auf die Blutfahrze. Finger weg von der Flagge! Gegnerische Flagge ist zurück. Hat er echt so ein bisschen. Hat jetzt allen Ernst die Flagge sich als geschaut? Da ist er. Ich komme! Scheiße, wo ist unsere Flagge? Hier, Scheiße! Oh no, ja, ich bin aber auch in Trouble. Oh, ich hab ihn nicht erpunktet. Ich werde dich töten, Schugge. Wo bist du? Der Wurm hat uns nach Elf rum. Schieß! Der Gegner
Protection erschienen. Ey, da kann doch nicht sein. Flagge wurde zerzerrt. Deine Flagge wurde gestohlen. Tatsache. Scheiße, ihr holt uns auf. What the fuck? Ja. Ist das lustig, bei Turm ist weg. Dein Team hat Protection. Ey, wir kriegen nie die Power-Ups. Sorry, wenn ich gerade einen auf Joker mache, aber ich freue mich gerade so wie bei Joker. Scheiße, ich brauche Hilfe! Ich hoffe mal, dass ich schnell genug bin. Deine Flagge ist zurück. Oh Gott. Deine Flagge ist zurück. Haben wir die Flagge? Nee, Ferdi hat die Flagge. Nee, Bus, oder? Bus hat die Flagge. Ja, die haben beides Gelberer. Keine Belohnung der Welt reicht dafür. Die Sugar? Ja, was los? Sage mal. Ja. Nein, gib die Flagge wieder her. Verteidigung. Ja, wo kommt jetzt die Ray dann her? Ich hab doch keine auf. Scheiße. Deine Flagge wurde gestohlen. Die Flagge liegt! Nicht mehr! Wo? Ich bin ganz schön deinem Team, Sugar. Deine Flagge ist da bist du schon. Yeah! Oh no! Shit! Oh nein! Das kann so schnell mit Starlex Egram, gell? Ja, das ist cool. Das ist cool, nicht auch. Das war die Tauschkamera. Ist doch echt wieder eine Versinnbildlichung der Gleichberechtigung. Das heißt, Frauen geschnappt. Gewinnen. Ah! Ja. Serum, see you! Deine Flagge ist zurück. See you next time. Thanks deine for joining. Flagge wurde gestohlen. Mit einem beschäftigt kommt der nächste. Deine Flagge ist zurück. Hier ist die andere! Da liegt sie! Da liegt sie! Gegnerische Flagge ist zurück. Du bist ein Handwerker. Deine Flagge ist zurück. Ja. Die Schuhe ist ein wenig politisch. Was hat das mit Politik zu tun? Nein, das ist so ein Schiffwort, deswegen. Nein! Wo kommst du denn jetzt her? Du hast sie abgeworfen. Ja, ich wäre aber eh gestorben. Reflexe für Fähigkeiten. Okay, wir müssen zusammen dahin. Oh nein, ich hab sie auch abgeworfen. Ich Vollidiot. Ja, lauter Fähigkeiten. Go. Well. Go. Andrea, oder wer hat die Flagge? Komm. Nee, unsere ist weg. Wir müssen sie holen. Ach, ich hab's ja gedacht. Hä? Wie? Hat sie so Flagge? Verwirrtes Todes. Gegnerische Flagge ist zurück. Ich dachte, ich hätte Flagge die Flagge. Ist zurück. Alter, was ist los mit dir? Oh, shit. Okay, eure Flagge ist wieder zurück. Chance. Wieso sind wir uns aufgelöst? Wir sind nicht yeah. Oh, Demon, tut mir leid. Gegnerische Flagge geschnappt. Ja, mit der Flagge. Gerne nach. Karinka, du bist eine Protection Maschine. Was bin ich? Du bist ein Fisch. Weg von der Flagge. Protection. Ja genau, ey. Das merke ich hier gerade. Gegnerische Flagge ist zurück. Gegner punktet. Deine Flagge wurde gestohlen. Nein. Du hast die Flagge. Lass mich in Ruhe. 5. Willst du dafür, dass das Gauntlet demnächst keine Gewalt machen soll? Deine Flagge wurde gestohlen. Das ist leiser Macht. Genau. Scheiße. Ja. Für das Handicap wegmacht. Welcher Pisser? 4, 3, 2. GG. So Leute, ich würde noch ein Game machen und dann werde ich aufgehen.
Na komm, wir noch. Obwohl, ne. Geht doch. Ja, gut. Dann sag mal, entweder bin ich nächste Woche da oder nicht. Sag uns Bescheid. Du kannst uns ja bei WhatsApp schreiben. Ja, Sigi. Halt uns auf dem Laufenden. Deine, denk an deine Quake-Familie. Ich kann gerade sagen, ja, ich kann euch ja nicht verlassen. Ja. Dahin. Ich hab's vorhin nur so halb mitbekommen. Du bist weg. Zeit. Ja, ja. Ich bin nicht fest, je nachdem, was die Diagnose raus. La Migräne. Therapie. Good Joe, gute Nacht. Schlaf schön und träum süß. Ich dachte schon mal, ne? Viel Spaß noch! Und gute Besserung, Amanandon. Ja, gute Besserung, alles gut. Na, wir bleiben in Kontakt, wir sehen uns in der Zukunft wieder. Ja, genau. Bis dann, ciao. Karinka, ich habe ganz schnell was gemacht mit dem Symbol deines Lieblingsspiels, was zufällig auch passt. Wie war nochmal deine Mail? Schick mal bei WhatsApp. Was hast du gemacht? Aber das dauert doch noch, bis das angenommen wird, oder? Ganz simpel. So. Was spielen wir jetzt? Etwas, was mit 5 geht. Letztes Match. Deathmatch einfach? Hm. Oder was wollt ihr machen? Insta-Gib. Also mir ist relativ wurscht. Nice Demon! Was? Das ist gerade auf Pot. Pot? Toilette. Du? Ach, Mischugge. Ich wollte schon sagen, wie du bist auf dem Pot. Nee. Chris. Was? Dein Name, Christian. Okay. Ja, dann warten wir auf Mischugge. Dann entscheiden wir. Da bin ich wieder. So, was spielen wir? Letzte Runde. Ey, voll nice. Was war's, hä, amigo? Yay, voll nice. Voll die gute Idee. Okay, was wollen wir zocken? Das, was du willst. Normales Deathmatch? Ja, klingt doch gut. Ja, ist mal cool, wieder eine freie Waffenwahl zu haben. Im Deathmatch. Bei Unholy Trinity vermisse ich ab und zu mal Nailgun zu spielen oder sowas. Ja. Entschuldigung fürs Rascheln. Alles gut. Ich muss hier nur ein bisschen meinem Schreibtisch Ordnung schaffen. Du kannst auch muten. Hab ich vergessen, tut mir leid. Ja. Ich denk auch nicht immer an alles. Okay, Zeit für Klatsch. Ach nee. Mal wieder Bock Klatsch zu spielen. Ach nee. Das trägt sich bei denen in den Gängen hier. Show. Was soll ich dir schauen? Nein. Bereit machen zum Kampf. Cool, danke, Migo. Runde beginnt in 3, 2, 1, kämpft. Übelst gute Idee. Da werde ich im Leben nicht drauf gekommen. Ich bin voll gefährdet, dass du das willst. Ja, das Logo, ja, das wirst du dann beim nächsten Mal sehen. Führung verloren. Das ist aber ein Sub-Logo, ne? Oh, that gun looks really centric. You don't place it like me? You don't place them like Thank you.
umgeändert hast? You can place every weapon. aber es ist. Zupok, es ist hat was mit Quake zu tun, das Logo. Gegner hat Quad. Gegner hat Quad. I didn't know that you can place every weapon like you want. Der war dann neu, oder? Meins. Scheiße, ey, dieser Kack-Energie verreckt direkt. Ja. Beeindruckend. Jenseits. Puls, warum hast du ja nicht das. Die Rüstung geholt? Man kann ja hinter den Teleporter gucken. Ja, genau, du kannst durchschießen. Man kann durchschießen? Also, nicht direkt durchschießen. Seit dem letzten Patch. Doch. Durch das Blaue? Ich dachte nur durch die Roten laufen. Nein. Kannst du die Scheiße mal lassen mit deiner Lightning? Sorry. Oh, fuck it. Na! Bin ich blöd. Spring doch auf dein Netz, du Dumme. Dein Korb erscheint. Brenn. Elendig. Ey, voll das Sandwich hier. Ja. Ich bin halt nicht mehr so schwer. Ich weggehe, dann kriegst du mich so oder so. Und ich dachte, was.
dagegen. Ist das Mega rausgekommen? Nee. Mega ist noch gar nicht gespawnt. Ja, genau. Ich war ja schon tot. Holy shit, ein AP, Alter. Du hast mich mit einem HP erledigt. Ja. Alter, Alter. Ich hab mich schon langsam, was? Was? Wo war das Spucke? Im Leben nicht! Ihr das sehen, wenn ihr auf dem Wasser gekocht wurde von Starlex? Das hab ich gar nicht gesehen. Ey, das war mein Kill. Wer hat mir geklaut? Tja. Ich hab hier schon gelacht einfach. Nee. Protection erschienen. Boah, Protection. Nina. Vorherrschaft. Scheiße. Verbrenne. Ja, ich brenne. Verbrenne. Nix da. Boah. Schnipp doch mal endlich. Geht doch. Lässt du mich mal bitte? Ich bin hier gerade dabei, Puls zu befragen. Ach echt? Da haust dir was zwischen. Muss man nicht warten. Are you sure? Krass, ich versuch das mal gleich, bevor ich aufgehe dann. Verdient, ne? Gorm erscheint. Dass du nicht genügend Rüstung hast. 97 und 60, dann überlebst du locker. In der Tat. Weiß. Alter, was ist da los? Oh, Gleichstand geringer. Oh Gott! 15 Minuten eingestellt. Nicht schlecht. Hab dich noch gekriegt. Gerade so. Nein.
einen Kill gemacht, nur ich hab dich auch getötet. Du mich schon. Das macht er doch immer. Geh mal auf rush1.com. Scheiße, es ist ein Kopf an Kopf, man. Ausgezeichnet. Schadensmeister. Gegner hat Quad. Erscheint. Noch eine Minute. Und gute Nacht, Support. Danke, dass du da warst. Gute Nacht und vielen Dank für das Glück. Viel Glück wünsche. Aber du weißt, was ich meine. Noch danke. Drei Frags. Toll. Hey, Dämon holt mich gleich noch auf. What the fuck? Hat jetzt auch noch Spot. Ah. Oh. Deswegen, ja. Ey, no, Alter. Jetzt bin ich wieder Dritter. Ich fasse mich. Ey, Mischugge, du kleine Ratte! Das sag ich dir. Also, ich hinter dir. Dritter Platz. Scheiße, Suizid auch noch. Ey, ich brauch zwei Kills, das schaff ich doch nie im Leben. Klar. Du männliche Mumu. Zweiter Platz. Ja, ich bin doch noch Zweiter geworden. Sehr gut. Schon wieder Letzter. Wir zwei sind echt gut, oder? Hm? Wir sind richtig gut, oder? Du hast dich noch nicht dran gewöhnt. Wobei wir haben Gleichstand. Oh.
52. Aber falls du dich daran erinnerst, hat in den ersten Matches so ausgesehen, dass ich da zwischen 1 und 3 Kills hatte. Ich hatte bei dem einen Match nur einen Kill tatsächlich. Ja, das kann zwischendurch mal passieren, das ja. Passiert halt mal. Du hattest immerhin immer über 5 Kills. Ach du Scheiße, wir haben schon 10:30. Ich muss unbedingt den Text lesen. Das dauert locker 2 Stunden. Wenn nicht mehr. Und wenn du statt ihn zu lesen, ihn nur überfliegst? Was? Nein, den ich Text. Muss das richtig inhalieren. Boah, das muss richtig in eine Birne rein. Geht absolut vor. Hey, ich meinte jetzt nicht, dass du stattdessen mit uns spielen sollst, ich meinte generell. Ich meine, Carina, du hast ja gemeint, du hast das schon zigmal durch. Ja. Ja, aber das ist halt so viel und so abstrakt und. Keine Ahnung, ich erhoffe mir davon halt, es noch ein bisschen mehr zu checken und mir halt noch mal besser einzuprägen. Okay. Ich hatte ein bisschen mehr Damage. Jo. Deswegen. Und ein bisschen bessere KD. 2 Tode weniger. Ja, Michuga will nicht sterben. Ihr könnt aber... Ich kann euch den Lead geben, wenn ihr noch weiter zocken wollt. Oh, ich mach erstmal eine Pause. Ich will jetzt so, ich würde gerne noch was essen. Glaub ich. Wir haben ja noch was zu laufen. Genau. Also ich... gebe einmal das Lead. So, oh, ich wollte. Also ich sag euch schon mal ciao, ne? Ich wollte noch eben was hier in Twitch gucken. Danke fürs Mitspielen. Wie gesagt, oh sorry. Ich bin am Donnerstag wieder on. Zu 90%. Ja, ich habe um 15 Uhr die Prüfung. So 18 Uhr bin ich dann wahrscheinlich wieder zu Hause. Sagen wir mal so 19 Uhr. Cool. Okidoki, Leute. Falls sich irgendwas an dem Plan ändert, sage ich euch Bescheid. Hat Spaß gemacht. Yeah. Übrigens, Andrea, willst du nicht in unsere WhatsApp-Gruppe? Also nur so als Angebot? Da dachte ich heute auch drüber nach. Ja. Von mir aus gerne. Dann kannst du mir ja die Nummer schicken, Michuga, und dann füge ich die hinzu. Oder kannst du es selber machen? Ich weiß gar nicht. Ja, ich guck. Okidoki. Dann bis dann. Denn, ciao, ciao. Viel Erfolg bei der Prüfung. Danke, das kann ich gebrauchen. Ciao. Ciao. Ich drück dir auch die Daumen, mach's gut. Danke, Boys. Bye, bye. Bis Donnerstag, falls du Lust hast. Ja. Okidoki. So, Freunde, und wann ist Quake dann? Am Donnerstag wieder. Demon, diesen Donnerstag. E-Radley! Oi, Blin, was hab ich getan? So. Gagdila, E-Radley! Ich wollte eben noch gucken wegen dem Icon. Чё прекрасно. Давай играть. Я только что хотела офлайн идти, потому что мне ещё учить надо. Ах, worüber redet ihr? Wenn Discord oder TS, kann man ja vielleicht mitreden. Ja klar, du kannst gerne auf unseren Discord kommen. Uhrzeit meine ich. So um 7 ungefähr. Also ich habe um 15 Uhr meine mündliche Prüfung. Und ich bin dann so gegen 18 Uhr wieder zu Hause und dann wollte ich halt eben noch was essen und so. Und ja, so um 19 Uhr wäre ich dann ungefähr da. So, speichern.